Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Fun und Verse. Heute geht es um das Thema Expressionismus. Das hattet ihr euch mehrfach gewünscht und jetzt war für mich die Frage, okay, womit beschäftige ich mich da? Denn der Expressionismus lässt sich in zwei Phasen einteilen. Es gibt einmal die frühe Phase und die späte Phase. Und in der frühen Phase, es war so 1905 bis 1914 so in etwa, also bis der Erste Weltkrieg anfing, da haben sich die Leute mit ganz interessanten Sachen beschäftigt, mit dem Aufkommen von Technik, mit großen Städten und mit der Lust und der Ahnung darauf, dass bald irgendwie die Welt untergeht. Also hat eigentlich nichts mehr mit heutzutage zu tun, aber ich habe dann trotzdem mal einen Text drüber geschrieben und versucht, eine Antwort darauf zu finden, warum sich Leute immer den Weltuntergang herbeisehen. Ich glaube, in diesem Jahr soll sie im Oktober untergehen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall jetzt der Text. Die Zeichen sind doch mehr als deutlich. Ihr könnt sie nicht mehr ignorieren. In diesen Nächten, ja, da träume ich von vier Reitern galoppierend auf todesschwarzem Pferde. Hinterlassen nichts als Pestilenz. Es wuchern Geschwüre auf der Erde und der Weltenball verbrennt. Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Man-Bun als verkohlter Klumpen. Bei Vapiano stinkt's im Topf und das Bier verschalt im Humpen. Alle Startups gehen bankrott. Ein einsames Segway rollt die Straße lang. Der neue Tesla auf dem Schrott und Maden nagen im Tresorraum deiner Sparda-Bank. Es gibt nur noch Asche Macchiato und nur noch 3G statt LTE. Nur noch Restbestände von Club Mate. In der Arktis schmilzt der Schnee. Und ja, die Maya haben sich geirrt. Und Nostradamus auch. Auch beim Halleschen Komet war man nicht ganz genau. Aber jetzt, ich habe es im Gefühl, all die Zeichen sind doch klar. Ich gehe in den Atomschutzbunker. KIZ sind auch schon da. Ihr kennt doch all die Bilder. Vom Schrecken unserer Zeit, von Livestreams, wo geschossen wird, voll Verzweiflung und Geschrei. Wenn ich so drüber nachdenke, bin ich froh, dass hier bald Ende ist. Da muss ich mich nicht mehr drin kümmern, dass irgendjemand vor einer Grenze sitzt, dass Hass und Zorn sich rasch verbreiten, dass das BAföG-Amt noch Geld verlangt. Ja, es nimmt mir sogar Druck, diese Aussicht auf den Weltenbrand. Denn wenn ich davon ausgehe, dass wir kurz davor sind, abzutreten, da fällt es mir viel leichter, meine Verantwortungen abzugeben. Okay, das war die vierte Ausgabe von Fun und Verse. Schön, dass ihr dabei wart, hier im Atomschutzbunker. Und falls ihr weitere Vorschläge habt, dann schickt mir die gerne ein. Ich hoffe, das Format macht euch Spaß. Ich freue mich immer riesig, falls ihr mir irgendwelche Rückmeldungen auch gebt und eben weiter Vorschläge für neue Themen aus der Literatur. Auch wenn ihr irgendwie Lieblingsschriftstellerinnen, Schriftsteller habt, dann schickt mir die einfach. Und ich kann auch gerne mal darüber was machen. Das ganze Format ist noch mehr entstehen und da könnt ihr auch gerne einfach ein bisschen mitbestimmen. Und genau, ich verkrieche mich jetzt noch ein bisschen im Bunker.